komfortables Campen und Wohnen auf 6,36 Meter. Hierbei, jetzt habe ich schon wieder den Mobilwertteil. Wir filmen seit 2 Stunden hier und jetzt habe ich den Namen vergessen. Nee, wir sind hier bei dem Modell Admiral und zwar K6.3. Insgesamt gibt es 3 Kastenwagenmodelle und wir haben uns jetzt gerade schon mal vorher ganz kurz das Modell angeguckt und haben uns gedacht, was ist denn hier jetzt der Unterschied, ne? Also was direkt auffällt, wir zeigen jetzt gerade nochmal den hier, das ist das Aufstelldach, was tatsächlich auch, wir gehen jetzt gerade erst nochmal rüber, würde ich sagen, und zeigen mal die Ausstattungsliste, weil darauf würde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne nochmal eingehen. Weil hier eben die Serienausstattung sehr, sehr gut ist. Und hier haben wir das Modell K5.1. Und er ist nämlich auf 5,99 Meter nochmal deutlich kürzer. Und das merkt man natürlich dann schon. Also vor allem vom Fahrgefühl und vom Stellplatz her, aber natürlich auch vom Innenraum. Ja, da muss man halt einfach entscheiden, möchte man ein bisschen agiler sich bewegen können und so weiter oder möchte man eben im Innenraum dann mehr Platz haben. Den ganzen haben wir jetzt gezeigt, haben auch das, das Aufstelldach mal gezeigt und so weiter in dem letzten Video. Und hier sehen wir jetzt auch nochmal, also der Preis geht natürlich deutlich hoch durch das Aufstelldach. Aber hier sehen wir eine ganze Liste von Serienausstattung bei dem Admiral. Mit dem Fiat Ducato Fahrgestell und 16 Zoll Felgen wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich einfach nur die, genau. Tempomat ist dabei, Wasseranschluss, elektrische Außensteckdose und. Also ich glaube, die Technik-Freaks, die finden da genug. Was natürlich auch immer wichtig ist, ist automatisch schon, dass man Automatik mit dabei hat. Weil jetzt will ja nicht jeder schalten. Und den dann auch gleich mit Cruise Control, hast ein Tempomat mit eingebaut. Also die Frage ist halt, ob es den überhaupt noch als Schalter gibt. Ja, das aber ist viele halt bieten tatsächlich noch Schaltgetriebe an. Ja. Wo ich mir immer die Frage stelle, warum. Aber es gibt wahrscheinlich viele Leute, die das noch bevorzugen. Also fragt gerne bei eurem Händler des Vertrauens nach. Und hier steht jetzt auch nochmal die, also es ist 1,90 auf 1,40 Meter das Bett. Bei dem anderen waren wir jetzt bei 1,80 auf 1,85 oder sowas. Genau. Aber auch eine große Liegewiese auf jeden Fall. Ich glaube sogar fast 2 Meter auf 2 Meter. Ne? Genau. Also nicht bei dem. Moment, jetzt. Beim ersten. Ja. So, jetzt zeigen wir nochmal. Das ist der K6.5. Ja. Dann der 5.1 hier links von mir. Und dann jetzt den wir zum Schluss gezeigt haben. Ja, also das Bett ist definitiv größer. Der hat halt den großen Vorteil, dass er natürlich mit dem Hubband ein ganz kleines bisschen weiter in die Breite gehen kann. Ja. Gehe ich mal davon aus. Ja. Oder? Ja, doch. Und der ist auch 6,36. Also hier der mittlere, der 5.1, ist auf jeden Fall am kürzesten. So, dann schauen wir uns den doch jetzt mal von innen an, den 6.3. Also Gott sei Dank ist es sehr überschaubar mit den Kastenwagen hier. Das stimmt. Also deswegen können wir die auch in einem Video zeigen. So, hier haben wir jetzt auch wieder die Yachtoptik so ein bisschen mit drin. Jeanne, was sagst denn du eigentlich dazu? Es ist tatsächlich hier rigoros gleich durchgezogen, egal in welches Fahrzeug man hier reinkommt. Man sieht immer gleich, das ist ein Mobil. Du hast recht, Mobilwetter. Tut mir leid, liebe Mobilwetter, Leute. Bin aber ich die Einzige, ja. Schwer, den Namen auszusprechen. Ja. Und ich dachte mir vorher noch, das wäre einfach, ja. Nee, aber das sieht man, wenn man reinkommt, ist es gleich wie so ein Branding. Ja. Das hat so einen netten italienischen Charme mit ganz viel Stil. Und was haben wir denn über den Tisch gelernt? Über den Tisch, genau, dass man da noch eins weiter ausklappen kann. Ja. Das heißt im Prinzip hier in diese Richtung. So, das mal dann klar. Der. Setz dich doch mal auf den Beifahrersitz. Genau. Und ich schieb mir meinen Tischchen, ja. So. Genau. Tada! Sodass ich auch meinen ganz eigenen Tisch habe. Genau. Finde ich sehr praktisch. Weil ansonsten ist alles viel zu weit weg. Und über uns haben wir auch noch ein nettes Detail. Und zwar ein Echtglasfenster. Klopf mal drauf. Ja. Ja, doch. Ja. Das ist Echtglas. Genau. Also auch das ist eine Besonderheit bei Mobilwetter. genau, weil das eben viele Hersteller nicht machen. Aber es ist eben vom Geräuschpegel und von der ganzen Luftzirkulation besser, ne? Oder? Ja, auch von der Isolation natürlich. Genau. Dadurch, dass es Glas ist, ist es schon nochmal ein bisschen besser.
Genau, aber auch wegen Windgeräuschen beim Fahren ist definitiv leiser. Ja, wir haben auch gelernt, dass es auch vom Gewicht gar nicht so viel ausmacht, weil wir haben eigentlich beide gedacht, ne, macht wahrscheinlich super viel aus, aber ist gar nicht der Fall. Hier sieht man auch nochmal die schönen Leselampen, die haben wir vorhin im anderen Fahrzeug nicht anbekommen. Das ist echt sehr schick, vor allem integriert, sodass man sich halt nicht den Kopf stoßen kann. Ja. So, was haben wir noch? Also, wir haben ja jetzt wirklich schon viel in dem anderen Video gezeigt. Ich glaube, wir gehen wir da jetzt gar nicht mehr drauf auf, weil das wirklich eigentlich ziemlich genau dasselbe ist. Wie gesagt, bis auf das Hubdach und die Länge. Also wir haben hier auch wieder eine viel längere Matratze, wenn ich das richtig sehe. Aber sonst ist hier... Das steht hier da. Ja. Gehen wir mal vielleicht gerade nochmal außen. Oder willst du das Bad? Ja, genau. Ich zeig erstmal ganz kurz das Bad. Das ist auch identisch, oder? Ja, du hast dir das mal genauer angeguckt. Genau. Hab ich's nicht gesehen. So sieht das aus. Also, gleich die Klassenwagen sind sehr ähnlich, auf jeden Fall. Vor allem der, jetzt muss ich wieder spicken, wie er heißt, 5.1 und der 6.3. So, und jetzt schauen wir gerade nochmal nach den Matratzen. Die müssten, so, hier. Genau. Nee, hä? Heckbetten, ja. Ach so, zweimal. Ja, okay. Ja. Also 1,60 auf fast 2 Meter ist auf jeden Fall ein bisschen größer. Ja. Gut, ich glaube, wir haben einen guten Überblick gegeben. Hinten ist, glaube ich, noch ein ganz kleines Detail. Ja. Da wollte ich drauf eingehen. Genau. Natürlich. Da ist noch ein extra Boden mit verbaut, damit man das Ganze auch nochmal anders verstauen kann. Das finde ich super cool, auf jeden Fall. Genau. Hier haben wir auch wieder die Außendusche mit dabei. Und hier sind, also links und rechts, sind quasi eher so Elektro- und auch Wassertank und so weiter normalerweise verbaut. Und auf der linken Seite die Gasflaschen, brauchen wir jetzt nicht zeigen, aber damit man sich einfach denken kann, was da alles eigentlich noch ist. Weil man denkt sich ja dann immer, ja, kann man doch als Stauraum nutzen. Ja. Nee, irgendwo muss dann doch die Technik oder die Gasflaschen oder was auch immer hin. Und worauf wir auch noch gar nicht eingegangen sind, ist, hier hinten sind zum Beispiel auch noch Boxen verbaut. Ist ja, natürlich jetzt auch nicht immer Boxen, so ganz normal. Und was uns besonders gut gefällt, also eigentlich Shannon und mir, ist die Beleuchtung. Ne? Also auch hier. Ich habe das Gefühl, dass sie auch sehr großen Wert darauf legen, dass immer alles optimal ausgeleuchtet ist. Aber jetzt nicht so, dass man sich erschlagen vorkommt, sondern halt mit einem schönen Ambiente. Ja. Und es ist denen echt immer wieder gut gelungen. Ja, doch, muss ich schon sagen. Und vor allem halt auch, wie hier jetzt auch in den anderen Modellen, kann man ganz schön sehen, dass sie für ziemlich viel Stauraum auch hier sorgen, sodass man hier halt so rundumgehend diese Hochschränke, nennt man das genau, verbaut haben, damit man den ganzen Platz halt optimal ausnutzen kann. Genau. Auch hier haben wir wieder 4 Fenster sogar. Also ich glaube, in dem anderen Modell hatten wir sogar nur 3. Bin mir gar nicht so sicher, ob das... Also zumindest in einem von denen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dürfte ich gerne nochmal das andere Video angucken, wo wir alles nochmal ganz genau erklärt haben. Genau, aber vor allem macht es das halt auch nochmal hell. Also das hier fand ich auch immer ganz schön, dass man auch dann, wenn man schläft, halt nochmal das alle Fenster im Prinzip rundherum aufmachen kann, sodass man halt eine tolle Belüftung hat. Ja, ja. Absolut. Da fühlt man sich auch wirklich frei beim Campen. Was er auch im ersten Video gesagt hat, halt, dass sie komplett halt auch diese Atmosphäre halt haben wollen, dass es hochwertiger ist und dass hier zum Beispiel auch die Decke wieder so schön bespannt ist. Ja. So dass das Ganze... Oh ja, genau, dieser Stoff. Tausendmal, also man würde doch nicht denken, dass man hier in einem Van ist, oder? Mhm. Ja. Das ist... Ja, es macht auch was mit dem Raumgefühl, wenn es auch so eine helle Decke ist. Und hier haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht gezeigt, das kann man die Polster halt runternehmen und das Ganze dann hochklappen. Also das heißt... 2 Einzelbetten, kann das sein? Ja, erstens das, 2 Einzelbetten, richtig. Und man kann das Ganze, also ich kann es jetzt nicht mit einer Hand machen, aber das Brett rausnehmen und die Dinger oben festschnallen, sodass ich hier in der Mitte nochmal was nach oben stellen kann, also auch ein Fahrrad eben. Entweder das da rausnehmen und es auf den Boden, auf den Boden stellen irgendwas, oder man stellt da was drauf und kann das dann eben festmachen und die Matratzen werden eben mit diesen Gurten, Gurten da oben festgemacht. Genau, hier ist so, sind so Federungen. Ich weiß gerade gar nicht, wie man das richtig nennt. Das ist hier tatsächlich sogar erklärt, weil das wohl auch für super Komfort, da ist extra nochmal ein Schild dafür. Aber genau. Ja, ich glaube, das. Ich will jetzt gerade nochmal schauen, ob wir das in dem anderen auch haben mit den Betten nach oben schwenken. Nee, hier ist es, glaube ich, nicht so angedacht, oder? Wir haben. Doch, hier ist aber doch auch so ein Rost. Nee, hier ist es anders. Das ist nochmal anders. Also, jetzt haben wir doch noch eine Änderung ist von. Das ist anders. Ja, aber sonst, ich glaube, hat man einen ganz guten Durchblick bekommen. Ja. Ich danke euch fürs Einschalten und hoffentlich habt ihr einen guten Durchblick jetzt mit den ganzen Cars und 6.3 und wie auch immer. Ja, vielen Dank. Ciao, ciao.